Heute möchte ich mit einer neuen Videoreihe starten, und zwar mit der Farbenlehre. Wir fangen etwas untypisch an, mit der unbuntesten aller Nichtfarben, der dunkelsten aller Farben, der Farbe Schwarz. Vielleicht fragen wir uns zunächst einmal, wo kommt Schwarz in der Natur vor? Und ich finde es sehr spannend, dass das schwarze Pigment oder die schwarze Farbe einer der ersten Farben überhaupt waren, mit der die Menschen angefangen haben zu malen. Und ihr kennt das vielleicht alle vom Lagerfeuer oder Grillen. Sobald etwas verbrennt, entsteht ein ganz feiner Staub, Asche, aber eben auch Ruß. Und diesen feinen Staub, Ruß, kann man verdünnen, anmischen und daraus kann man Farbe herstellen. Und das haben die Menschen tatsächlich relativ früh schon begriffen und auch gemacht. Eine weitere wichtige Quelle des schwarzen Pigments kommt aus dem Meer, und zwar aus den Tiefen des Meeres. Ihr kennt das Tier alle. Es hat viele Namen, der Krake, Oktopus oder eben auch Tintenfisch. Und da hört man das schon heraus, der Tintenfisch produziert Tinte, wenn er Angst von seinen Feinden hat oder wenn er sich verstecken möchte, dann wird es um ihn herum plötzlich ganz dunkel. Und diese Farbe oder diese Tinte haben auch schon Menschen immer wieder benutzt, um Farbe herzustellen, beziehungsweise haben die Farbherstellung dem Tier überlassen. Sepia, so nennt man diesen Farbton, kann von Rot über Braun bis hin zu Schwarz reichen. Und ja, leider gab es auch sowas wie Elfenbeinschwarz. Man kann nämlich auch nicht nur Holz verbrennen, sondern auch Tierkohle. Und man hat die Zähne von Elefanten genommen und diese verbrannt, um Farbe zu bekommen. Zum Glück macht man das heutzutage nicht mehr, denn diese Tiere stehen unter Naturschutz und das ist auch gut so. Womit verbindet ihr die Farbe Schwarz? In unserer Kultur ist Schwarz meist eine Farbe der Trauer, des Kummers. Schließlich tragen wir auch Schwarz, weil jemand gestorben ist, auf Trauerfeiern oder auf Beerdigungen. Schwarz kann auch für etwas Böses stehen. Es gibt ziemlich viele Sprichwörter, die mit Schwarz zu tun haben und die meisten sind eher, ja, negativ. Zum Beispiel die schwarze Katze, die man sieht, die bringt Unglück. Oder der schwarze Rabe der bösen Hexe. Oder wenn man sich schwarz ärgert, dann regt man sich über etwas ganz Dolle auf. Es gibt auch Menschen, die mal einen schwarzen Tag haben und da läuft wirklich alles schief, was man sich vorstellen kann. Mit Schwarz verbindet man aber auch Dunkelheit und natürlich auch die Gefahren und die geheimnisvollen Dinge, die in dieser Dunkelheit lauern. Es sind aber auch manchmal die Schatten und Schatten können auch einem Angst machen. Und nicht immer ist das, was in der Dunkelheit lauert, gefährlich, aber die Angst davor ist schon manchmal sehr groß. Die Nacht kann aber auch wunderschön sein. Wenn der Mond leuchtet und die Bäume und die Tiere und die nachtaktiven Tiere vor allen Dingen rauskommen in der Dunkelheit, dann kann es auch ein sehr, sehr schönes Bild ergeben. Nun haben wir so viel Schlechtes von der Farbe Schwarz gehört, aber warum ist es denn trotzdem eine meiner Lieblingsfarben in der Kunst? Ich muss euch sagen, Schwarz ist eine unheimlich tolle Farbe, denn sie hat viele Eigenschaften, die sie besonders machen. Die Eigenschaft von Schwarz ist es nämlich, Licht zu schlucken und nicht zu reflektieren. Ihr kennt das vielleicht im Sommer, wenn ihr dunkle oder schwarze Kleidung tragt, dann wird es euch manchmal viel schneller warm, als wenn ihr helle oder weiße Kleidung tragt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, das wir alle kennen. Aber nicht jedes Schwarz ist gleich schwarz. Das kann manchmal von Braun über Blau bis hin zu Violett reichen. Es gibt aber auch das dunkelste aller Schwarz, das schwärzeste Schwarz der Welt. Es ist Vanta Black, beziehungsweise es gibt mittlerweile ein Schwarz, was noch schwärzer ist. Und es reflektiert fast gar kein Licht mehr. Also, es ist gar nicht so einfach, mit Schwarz zu malen. Aber trotzdem entscheiden sich immer wieder Künstler, Schwarz ihrem wichtigsten Akteur in ihren Bildern zu machen. Das beste Beispiel ist sicherlich Kasimir Malevich, das schwarze Quadrat. Ein schwarzes Quadrat
beherrscht die ganze Leinwand. Und das war ein Aufschrei in der ganzen Kunstgeschichte. Man hat keine Menschen zu sehen, es sind keine Gegenstände abgebildet, sondern das reine schwarze Pigment wird zum wichtigsten Ding in einem Bild. Also etwas, was wirklich revolutionär war. Aber ich möchte euch auch die Farbe Schwarz an einem Beispiel vorstellen, nämlich der Mode. Und vor allem an Kleidung kann man ganz, ganz viele Eigenschaften der schwarzen Farbe abgewinnen und sich auch sie nochmal ganz genau anschauen. Denn die Farbe spielt mit den Falten. Sie zerknittert, zerknautscht, rollt. Man spürt die Stofflichkeit von Samt, Spitze, Brokat oder Wolle. Und ich finde das ganz wunderbar, dass man diesen Stoff wirklich erspüren kann. Als könnte man wirklich in diese Leinwand reingreifen und man weiß ganz genau, wie sich dieser Stoff anfühlt. Und da merkt man wirklich, dass sie es geschafft haben, nicht nur mit einer Farbe zu malen, sondern sie wirklich ja fast in unsere Welt, in die Wirklichkeit zu befördern, weil man wirklich am liebsten die Leinwand streicheln möchte. So echt sieht das manchmal aus. Das Können der Künstler und der Künstlerin wird hier also ganz deutlich. Es ist reich dekoriert, die Halskrausen treten hervor, Schwarz ist elegant, es ist matt und im satten Schwarz treten besonders die hellen Partien hervor und strahlen umso mehr. Und bis heute darf das kleine Schwarze im Kleiderschrank einer Frau nicht fehlen. Und ihr kennt sicherlich den schwarzen Gürtel vom Kampfsport. Ich finde, das ist eine ganz tolle Farbe, mit der man ganz viele auch positive Dinge verbinden kann. Und ich finde sie deshalb so spannend, weil sie so viele Nuancen uns zeigt, obwohl sie die dunkelste aller Farben ist. Erzählt mir doch, was ihr mit der Farbe Schwarz verbindet und versucht mal ein Bild nur mit Schwarz zu malen und da wirklich mit diesen feinen Nuancen von Blau über Violett, Braun, Rot zu malen und damit zu spielen. Ich freue mich auf eure Bilder.